Creative Assembly stellt die Überarbeitung der gesamten Nurgle-Fraktion in ihrem neuesten Blogpost zum Thrones of Decay DLC für Total War Warhammer 3 vor. Dieser Eintrag lässt mich hoffen, dass Creative Assembly doch noch die Kurve kriegt und auch das Imperium und die Zwergenfraktion für Total War Warhammer 3 nochmal deutlich überarbeiten wird. Außerdem gibt es heute im Video neben einer kurzen Beschreibung all der Einheiten, die kommen werden, noch eine Ankündigung, wann die DLC-Inhalte hier beim Hamster auch zum ersten Mal gestreamt werden. Und damit viel Spaß im Video. Onward to glory! Ja, okay, ich brauche einen neuen Soundeffekt. Ja, willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Hamster-Kanal. Hier gibt es immer die neuesten News und alle Neuigkeiten, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu detailliert erklärt auf dem Hamster-Kanal. Hier gibt es Neuigkeiten zu den kommenden Imperiums- und Zwergen-DLC und natürlich dem Total War 40k, was noch angekündigt wird. Wahrscheinlich in den, irgendwann noch bis Ende des Jahres sind momentan die Spekulationen. Lasst gerne den Daumen hoch da, falls ihr weiterhin informiert sein wollt. Und wir springen direkt mal ins Video, nämlich die ersten Streams zu den Inhalten mit dem Shadows of Change, mit dem Thrones of Decay DLC werden kommen. Und zwar hier auf dem Hamster-Kanal am Mittwoch, dem 17. April, gibt es zum ersten Mal DLC-News. Und ihr könnt ihr den Rework von Nurgle sehen, und zwar mit Epidemius, dem noch nicht offen, aber doch irgendwie schon veröffentlichten legendären Lord, den es für Nurgle geben wird, zusätzlich zu Tamorkan. Und am Donnerstag, den 25. April, findet ihr auf dem Kanal den gesamten Inhalt des DLCs im Stream. Freu dich also drauf. Übrigens, ich denke, das beantwortet dann die Frage, ob Hamster im Content Creator Programm im neuen von Creative Assembly ist. Spoiler-Alarm, die Antwort lautet ja. Und die Anzahl an Content-Creatern im Rahmen des Programms von Creative Assembly wurde deutlich reduziert. Wie war das von es wurde irgendwie um einen Faktor, circa 5. Es wurde um 5, um Faktor 5 gekürzt, also viel weniger Leute drin als davor. Das heißt, News gibt es fast nur noch hier beim Master. Ja, ziemlich geil, oder? Okay, aber genug davon. Genug davon, springen wir rein in den Blogpost und ich versuche mich heute auch ein kleines bisschen kürzer zu halten als sonst. Das Ganze beginnt mit einer Einleitung. Hallo Leute, wir bringen euch den neuen DLC. Den Trailer haben wir schon im letzten Video gesehen und es kommt irgendwann. Also es wird zwar kein genaues Release-Datum rausgegeben, aber auf Epic Games wurde ja schon der 30. April hier genannt. Und eine ganz besondere Änderung, die ich so fast gar nicht richtig gesehen hätte, wenn sie es nicht nochmal erwähnt hätten, nämlich habt ihr nun nicht mehr die Möglichkeit, den DLC zu kaufen. Sie sagen, ihr könnt es nicht kaufen, bis ihr nicht den gesamten Inhalt gesehen habt. Finde ich sehr, sehr gut, vor allem als Statement im Vergleich zu dem, was mit Total War Pharaoh insbesondere gelaufen ist und eigentlich auch mit Shadows of Change. Das hat schon richtig die Leute angepisst und deswegen gibt es momentan auf Steam auch keinen Jetzt-Kaufen-Button. Das finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht, ne? Okay, diese Woche sehen wir uns Tamorkan an. Tamorkan, der Madenlord. Der Madenlord, wer die Lore kennt, ist, er ist eine Made. Im wahrsten Sinne des Wortes, der von einem Körper zum anderen geht und ihn dann mit Maden durchsetzt und kontrolliert. Und den letzten Körper, den er kontrolliert hat, ist der eines Ogers. Und der Oger heißt Karaka Break Mountain und den findet Tamorkan momentan echt am besten. Haut richtig rein, haut alles weg und das ist unser neuer legendärer Lord. Was kann er? Tamorkan wird hier kurz beschrieben als ein Mega-Tank. Der ist wie Oger-Infanterie oder natürlich auf seinem Krötendrachen unterwegs, haut alles kaputt, hat eine rüstungsdurchdringende, heftige Hard-Hitter-Axt, reitet auf seinem Krötendrachen, wie gesagt, Bobelos heißt er, reitet auf dem mit, wird natürlich noch stärker und er hat neue Kampagnenmechaniken, nämlich die Chieftain-Kampagnenmechanik. Da freue ich mich jetzt schon ganz, ganz gerne drauf. Okay, aber was hat Tamorkan noch? Tamorkan, Creative Assembly weiß ja, was ein guter Lord mittlerweile können muss. Entweder beschwört er was, zaubert er geil oder er regeneriert sich. Ein Tamorkan macht so ein bisschen aus von allen. Also erstmal, er macht richtig viel Schaden, aber wenn er viel Lebensenergie verloren hat, hat er so eine passive Fähigkeit, die bevor er stirbt, triggert. Und zwar verursacht er dann Schaden an Gegnern um sich herum, wie der Seelenräuber und selbst kriegt er Lebensenergie zurück. Regeneration,
Super, super, da wird jeder Lord schon direkt besser. Außerdem hat er diverse Buffs. Er hat als Nurgles favorisierter Sohn Nahkampfabwehr und Schadensresistenzboni, wohingegen Führerschaft und Waffenstärke der Gegner um ihn herum gedebufft werden. Nerf-Fähigkeiten. Außerdem kann es noch weiter mit Arschrülpser verstärkt werden. Typische Ogre-Fähigkeit, wer kennt sie nicht? Außerdem hat er den schwarzen Schnitter, mit dem er magische Angriffe erhält, rüstungsdurchdringenden Schaden und außerdem Nahkampfangriffschaden um ihn herum erhöht. Viel Buff, viel Debuff. Und es gibt hier jetzt dann noch die Chieftain-Mechanik, Leute. Und das finde ich gar nicht schlecht. Also, beziehungsweise, was ist nicht schlecht? Wir werden sehen, ob es gut ist oder nicht. Die Chieftain-Mechanik funktioniert so, und ich gehe jetzt nicht genau auf den Blogpost ein, sondern fasse das für euch zusammen. Ich mache hier einmal mein Bild aus und gehe auf Vollbild, damit es gut sehen kann. Tamon Khan wird im Rahmen seiner Kampagne verschiedene Chieftains, also Generäle, Wildgeneräle, Generäle aus der Wildnis einsammeln können und die kann er dann immer loyaler sich gegenüber machen. Hier ist das Beispiel von seinem ersten General, nämlich Khazig the Befouled. Unten rechts sehen wir, wie seine Treue zu Tamokan immer weiter steigt, von Pledge zu Align zu Committed zu Devoted, und je weiter das steigt, desto mehr Einheiten werden freigeschaltet, die Tamokan rekrutieren kann, oder irgendwelche Fähigkeiten werden freigeschaltet. Und wie kriegt man das? Das macht man, indem man Dinge tut, die ja, der jeweilige Chieftain gut findet. Hier jetzt bei Khazig ist es, wenn man Seuchen erzeugt und Krieger des Chaos, Cornslunge, Zinch oder Norska im Kampf besiegt. Hier oben sehen wir die anderen Chieftains. Das ist einmal ein Chaos-General, das ist einmal ein Female-Zauberer, einmal eine Hautwolf-Wertbestie und einmal ein Tiermenschen-Zauberer und ein Chaos-Zwerg. Beim Chaos-Zwerg wissen wir schon, wer der mag es, wenn Zwerge kaputt. Jetzt Skaven! Skaven kann gut gemacht werden, wobei Skaven eigentlich die wundervollste Fraktion klug und mit sehr viel Mitgefühl in der Warhammer-Welt sind. Schön und wohlriechend auch noch. Das heißt, verstehe ich gar nicht den Typ hier rechts. Okay, aber dann bekommt ihr neue Einheiten dazu, neue Fähigkeiten. Und auf der rechten Seite habt ihr sogar die Möglichkeit, spezielle Fähigkeiten zu aktivieren. Und die kosten hier eine neue Ressource, die Tamokan hat. Und die ist Dominanz. Hier oben seht ihr es. Da hat momentan der Spieler 9 Dominanz. Und ja, und das ist also eine Kampagnenmech-Ressource, wohingegen die Loyalität für jeden Helden hier einzeln zählt. Und da unten sieht man das irgendwie. Da gibt es 0 von 13. Was auch immer das jetzt im Detail genau bedeutet. Okay, so viel dazu. Also das sind die Chieftains, die sammelt er ein und dadurch werden seine Armeen mit der Zeit immer stärker, bekommt mehr Boni, bekommt mehr Einheiten und wahrscheinlich ist auch jeder davon ein eigener Stack, mit dem er durch die Gegend laufen kann. Ja, genau. Genau sieht das Ganze aus. Und damit wird er dann vielleicht irgendwann null überrennen mit allen zusammen. Wir werden sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Als nächstes kommen wir zu Khazig the Befouled. Und Khazig the Befouled ist der erste Diener oder der erste Folgefreund von Tamokan selbst. Und er hat seinen Körper geopfert, sodass er neben Tamokan stehen kann als eine Masse von korrumpierten Fleisch. Jeder braucht ein Hobby. Ich mache YouTube. Er lässt sein Fleisch korrumpieren. Soll mir recht sein. Ja, jedenfalls in diesem Spiel. Also er ist insbesondere der Anführer der Rot Knights, also der Seuchenritter, die hier im Rahmen des DLCs ja auch dazu kommen werden. Im Nahkampf ist er ein Tank, der natürlich Lebensenergie regenerieren kann, und er hat eine passive Fähigkeit, mit der er außerdem noch Schadensresistenz erhält, sobald er eine gewisse Lebensenergie hat oder verliert, und dadurch wird er nochmal härter. So ein bisschen, hört sich ein bisschen an wie Orion, nur regeneriert sich hier Khazig die ganze Zeit. Er kommt auf dem Rod Beast daher, hat Befouled Charge, mit dem er Ansturmbonus und Ansturmgeschwindigkeitsbonus bekommt. Natürlich insbesondere gut für die Rot Knights, die mit ihm durch die Gegend laufen. Außerdem, fantastisch, zieht er seinen Gegnern seine Ansturmabwehren gegen Großfähigkeit raus. Oh, wir haben noch Ansturmabwehren gegen Groß. Jetzt geht das auch nicht mehr. Das war schon schlecht genug und jetzt wird es noch schlimmer. Naja, die Ogre haben es schon halb weggenommen, jetzt ist es ganz weg.
Schade eigentlich. Außerdem hat er noch das Schwert des Abschaums oder so, mit dem er Nahkampfabwehr und Rüstung um ihn herum reduzieren kann. Also noch mehr Debuffs, ne? Nicht schlecht. Danach kommen wir zum Chaos Lord des Nurgle und dem Chaos Zauberer des Nurgle, der kommt direkt hinterher. Die sind ehrlich gesagt nicht ganz so aufregend. Wir wussten natürlich alle, dass die kommen werden. Chaos Lord des Nurgle ist halt ein normaler Nahkampfgeneral für die Nurgle-Armee, ähnlich wahrscheinlich wie der Nurgle-Champion, den Nurgle ja bereits hat. Er hat, was hat er? Was hat er? Super viel Lebensenergie, das ist klar, macht Giftangriffe und er verursacht Angst. Debufft gegnerische Führerschaft und na, und er gibt. Er erhöht Führerschaft, das ist klar. Und er gibt Nahkampfschaden, Reflexionsbonus für Einheiten um ihn herum raus. Das könnte natürlich extrem gut sein, gerade bei Heavy-Hittern, wenn man im Kampf ist. Alle Schadensreflexion ist halt schon gut, wenn man selbst einen hohen Hitpoint-Pool hat. Außerdem hat er die Mutter der Klingen Schwert dabei, das erste Schwert, das jemals geschmiedet ist, wurde ist, ich meine, was das erste von irgendwas, was jemals hergestellt worden ist von irgendjemandem. Ich glaube, das war gut. Bestimmt richtig kacke. Oh, ich habe hier so ein Stück Stahl gemacht. Das geilste Schwert der Welt. Nee, das ist 1000 Jahre alt. Das ist so kacke. Okay, aber er läuft damit rum. Ich meine, kleiner Spaß hier am Rande. Ich weiß von der Lore, hier ist das erste Schwert. Aber ich habe gar nicht gewusst, wie man es macht. Das ist viel zu lang und unhandlich geworden. Sorry, Leute. Ich glaube, das 10. Schwert, das jemals gemacht wurde, war wahrscheinlich besser. Okay, aber unabhängig davon, macht mehr rüstungsdurchdringenden Schaden und reduziert Nahkampfangriff von Gegnern um ihn herum. Also noch mehr Debuffs haufenweise. Dann haben wir den Chaos-Zauber des Nurgle. Auch der war ja zu erwarten. Und das ist der Generic Hero-Einheit. Und da steht ehrlich gesagt so gut wie gar nichts hin drin, außer dass er Giftangriffe hat und Angst verbreitet. Außerdem hat er die Möglichkeit, seine Verbündeten zu regenerieren. Auch das noch. Gut, so viel zu den Helden. Kommen wir jetzt zu den etwas interessanteren Einheiten, jedenfalls den Regimentern, nämlich den Pestigors. Und die sehen hier auf dem Bild aus, meiner Meinung nach, wie Skaven. Yes, yes. Schöne, wundervolle Skaven, aber es ist leider nicht wirklich Skaven. Es sind keine Seuchenmönche, es sind Pestigors. Und die Pestigors kommen mit Zweihandwaffen in die Schlacht, rüstungsdurchdringend, mit sehr viel Lebensenergie. Das ist das, was hier aufgeschrieben wird. Two-Handed Great Axes, Smashing Through Armor. Und sie haben die Vorhutaufstellung und ein Kettenhex, das sie dabei haben, das einmal pro Schlacht aktiviert werden kann, die sich in der gegnerischen Armee verteilen kann und Gegner verlangsamt. Das heißt, ihr könnt hier die Einheit vorschicken und sie opfern dafür, dass der Gegner ein bisschen langsamer wird. Hört sich nicht mega geil an. Aber okay, wenn ihr unbedingt was opfern wollt, um den Gegner für 15 Sekunden zu verlangsamen. Vielleicht sogar 20, ich weiß nicht wie lange. Aber okay, wenn es eine Minute ist oder vielleicht anderthalb, dann wird es interessant, eine Einheit dafür aufzugeben. Aber alles andere, ja, yeah, okay. Sei es drum. Nächste Einheit sind die Plague Ogres. Plague Ogres, auch hier ist es eine monströse Infanterieeinheit wie die Ogre. In der Schlacht, als Tamokan seinen Ogerkörper erhalten hat, war die gegnerische Armee natürlich eine Ogerarmee und haben sie sich gefragt, was ist das jetzt? Hat unser Chef gewonnen? Ist er verloren? Und was sollen wir jetzt machen? Und dann haben sich auch einige natürlich Tamokan angeschlossen und sind jetzt auch solchen Oger. Hier steht allerdings nicht wirklich viel drin, außer dass es eben eine schwere Infanterieeinheit, große, monströse Infanterieeinheit ist. Und wir wissen auch bereits, Moment, woran das Bild hier, was ich gemacht habe, dass sie in zwei Varianten kommen werden. Nämlich in der Variante mit zwei Waffen und einmal eine Hellebarden-Variante. Okay, alles okay. Danach kommen die Rot Knights. Genau, Rot Knights sind die besondere Kavallerie, die von, wie heißt sie nochmal, Krasik persönlich ausgebildet worden sind, oder jedenfalls ja, die seine persönliche Kavallerie sind. Hier sehen wir einen davon. Der Rot Knight ist ein Chaoskrieger. Gut, gibt natürlich auch schon Chaoskrieger-Kavallerie im Nurgle-Roster. Auf einem merkwürdig zu groß geratenen Hund oder vielleicht sogar einer süßen Ratte. Maul ist relativ groß. Und das sind Chaosritter, die mit dem Mal des Nurgle gesegnet sind. Und sie reiten auf diesen Rotbeasts in die Schlacht. Sie sind monströse Kavallerie und was haben sie? Sind zwar nicht so schnell, aber sie haben mehr Lebensenergie, mehr Nahkampfabwehr und Regeneration.
Kommen direkt mit Regeneration in die Schlacht. Fantastisch. Das Ziel des Rod Knights ist, Gegner aufzuhalten. Sie haben Anti-Large und sicherlich auch rüstungsdurchdringend und werden wahrscheinlich äquivalent wie Demigreif mit Hellebarden sein. Nur besser, weil sie Regeneration haben. Okay. Also gut. Und wenn sie im Nahkampf sind, kriegen sie noch mehr Nahkampfabwehr. Aber immerhin debuffen sie anscheinend erstmal noch keinen Gegner. Danach kommen wir zu den Bile Trolls. Bile Trolls sehen wir hier in diesem Bild als Einheit. Und zugegebenermaßen sehen die ein bisschen langweilig aus. Sind nur ganz normale Trolle. Eben in der Beschreibung hier unten steht, dass diese Trolle von Nurgle gesegnet worden sind und sich die ganze Zeit im Inneren auffressen, aber auch immer die ganze Zeit nachwachsen und außerdem total aufgebläht aussehen. Das sehe ich hier im Bild nicht. Die haben nur ein paar Hörnchen. Ich sehe nichts Aufgeblasenes und anscheinend sind die schon eher gut gelaunt. Sei es drum, ist halt eine normale Trolleinheit. Die Norska werden sie sicherlich auch bekommen. Haben natürlich Regeneration, sie haben rüstungsdurchdringenden Schaden wie die Steintrolle. Und Giftangriffe wie die Sumpfwesen, Bestien aus dem Sumpf oder wie sie heißen, die Sumpftrolle. Ja. Außerdem haben sie den Corrosive Bile Hex Effekt, also ein Debuff um sie herum, mit dem sie Rüstung ihrer Gegner, also vor allem die Nahkampfabwehr, genau, die Nahkampf der Gegner um sich herum reduziert. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Als nächstes kommt die legendäre Single Entity, die ganz besondere Single Entity von Norska rein. Es ist der Krötendrache. Ist jetzt nicht unbedingt das beste Bild, das ich jemals von einem Krötendrachen gesehen habe. Man sieht auch wieder ein riesiges Maul. Auf der linken Seite ist es vermutlich Tamokan. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist wahrscheinlich Tamokan hier links und dann auf seinem eigenen Krötendrachen Bubobulus und der normale Krötendrache hier auf der rechten Seite. Und geht durch die Gegend, haut alles kaputt, wird die teuerste Einheit sein, die Nurgle bisher hat. Und wenn ich mir den so ansehe und die Beschreibung ansehe, es wird hier gesagt, er ist katastrophal heftig und hat außerdem noch hohe Fernkampfabwehrresistenz. Und es ist so fast, als wäre er unkillable, insbesondere wenn wir jetzt noch die ganzen Regenerationsfähigkeiten von Nurgle mit reinziehen. Er hat außerdem einen Drachenatem oder ein Krötenatem, mit dem er auch noch Explosionsschaden macht. Und das sieht ehrlich gesagt auch nicht sonderlich schön aus. Kann mir gut vorstellen, dass wenn er wirklich so teuer ist, die teuerste Einheit, muss er auf jeden Fall deutlich über 2000 Gold kosten. Vielleicht werden wir sowas ähnliches haben wie eine Schreckensechse. 2400 Gold, vielleicht sowas um den Dreh. Mal sehen. Interessant, das ist der Faction Seller. Creative Assembly hat ja selbst gesagt, dass eine große beeindruckte Single-Einheit Single-Entity-Einheit einfach wichtig ist, um damit das schön aussieht. Deswegen haben wir beim Imperium auch das Landship, das Marienburger, ganz genau. So, und das waren jetzt erstmal die Einheiten und war erstmal ganz nett, okay, ein paar neue Einheiten dazu. Ich meine, ich habe in Nurgle nicht sonderlich viel gespielt. Viel interessanter, insbesondere was die Zukunft dann auch für das Imperium und die Zwerge bringen wird, finde ich das kommende, jetzt nämlich die Nurgle Legacy Updates. Creative Assembly hat sich überlegt, wie sie eine bestehende Fraktion überarbeiten kann. Und zwar fundamental, wie das hier mit Nurgle passiert ist. Und das finde ich richtig, richtig gut. Wie gesagt, natürlich habe ich Hoffnung fürs Imperium und die Zwerge. Denn sie haben geschrieben, sie haben viel Feedback aus der Community angehört und das haben in diesen DLC einfließen lassen. Und eine der Features, die sie ändern, ist mal jetzt mal mein Bild wieder weg, damit wir uns das hier ein bisschen größer ansehen können, sind die Plagenüberarbeitung. Also Plagen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, auf der linken Seite hattet ihr diese Auswahlmöglichkeiten, was weiß ich, -500 Ressourcen der Belagungsschlacht, so richtig Kackzeug und gute Sachen wie mehr Regeneration. Gab es halt einen Weg, der der gute Weg war und einen Weg, der der Kackweg war. Und das war mehr oder weniger relativ einfach und immer gleich. Aber das haben sie sich bei Creative Assembly zusammengesetzt und gesagt, na, vielleicht ist nicht so geil, wir machen das anders. Und jetzt bekommt ihr hier dieses Netzwerk als Plagenerzeugungsmöglichkeit. Und das ändert sich auch, wenn ihr ein paar Plagen erzeugt habt, wird es wieder neu zusammengemischt und ihr könnt auch nur immer drei dieser Effekte auswählen, die dann zusammen agieren können. Wenn das immer neu durchgemischt wird, gibt es auch immer wieder neue Kombinationen. Das heißt, ihr könnt nicht immer nur den einen optimalen Superplagen-Ding oder die zwei, drei Superplagen, die ihr immer haben wollt, machen, sondern ihr müsst auch wirklich immer was Neues überlegen. Und das ist immerhin definitiv im Sinne von Nurgle und
bringt euch dazu, eben Neues auszuprobieren, mal was anderes zu machen. Jetzt kann man nur hoffen, dass die nicht alle kacke sind und es wirklich immer nur, man sich fragt, okay, ich hätte gerne das, habe ich jetzt leider nicht, jetzt muss ich irgendeinen Kack nehmen. Hoffentlich sind die dann auch mal ein bisschen besser. Mal sehen. Man sieht auch besser, was für Effekte das Ganze hat. Da steht es endlich deutlich hier auf der linken Seite. Casualty Replenishment Rate, negative, positiver Effekt für euch und die negativen Effekte für die Nicht-Nörgel-Fraktion. Hier gibt es dann noch Modifikationen mit erhöhte Wahrscheinlichkeit, die zu verteilen, die Länge und die Immunität und so weiter. Also erstmal sehr, sehr gut. Und sie beschreiben uns auch einmal im Detail, was eigentlich ihrer Meinung nach das Problem mit der ursprünglichen Mechanik gewesen ist. Also, sage ich, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, dass ja, sie sich da Gedanken machen. Also, das habe ich nämlich überhaupt nicht gesehen bei Shadows of Change. Bei Shadows of Change, ich weiß nicht, da gab es doch gar nichts. Jedenfalls kann ich mich an nichts erinnern, was in irgendeiner Art und Weise positiv die Fraktion Kislev jetzt überarbeitet hätte oder Zinsch. Und wer war noch dabei? Zinsch? Kislev? Ah. Ach ja, und Kartei. Da ist ja eigentlich nichts wirklich fundamental verändert worden. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ja, der DLC so schlecht angenommen worden ist. Okay. Also, warum ich ihn auch nicht sehr gut fand und weil ich der Meinung bin, Shadows of Change ist immer noch einer der schlechteren DLCs. Also, was heißt, was Preis-Leistungs angeht. Zyklische Gebäude wurden auch abgeändert. Und was wir hier jetzt haben, ist, dass sich nicht mehr alle Gebäude im Kreis herumzykeln, sondern nur noch ein paar von ihnen. Also jetzt sind es nur noch militärische Gebäude, die zyklen, aber alle anderen sind nun statisch und ändern sich nicht mehr. Außerdem kosten militärische Gebäude nun Infektionen, also diese Fliegenwährung, die Nörgel hat. Und deswegen müsst ihr, also könnt ihr jetzt auch ein bisschen euer Geld anders einteilen. Nämlich könnt ihr jetzt entweder Einheiten rekrutieren oder Infrastruktur aufbauen. Und das beißt sich jetzt nicht mehr mit militärischen Gebäuden. Und damit ist auch insbesondere gerade der Anfang der Nörgel-Kampagne ein kleines bisschen schneller. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, die zyklischen Gebäude zu beschleunigen in der Geschwindigkeit, mit der sie im Kreis herumgehen, indem ihr Infektionspunkte ausgebt und dadurch habt ihr schneller Zugriff auf neue Einheiten. Außerdem gibt es noch weitere Details. Kultgebäude, okay, die waren eh nix, und Ressourcengebäude wurden alle nochmal verändert, aber wie das genau gemacht wird und was genau gemacht wird, wird hier nicht gesagt. So, als nächstes Rekrutierung von Nörgel. Was wurde hier gemacht? Ihr wisst ja, Nörgel konnte rekrutieren. Erstmal, wenn das Ding sich gedreht hat, konnte ihr rekrutieren und ihr hattet dann irgendwie nur eine Einheit mit 30% Lebensenergie dafür immerhin sofort da. Hat Creative Assembly auch gesagt, finden wir nicht gut. Das ist zu bestrafend dafür, dass man die Einheiten gleich haben kann, weil ich meine, sonst braucht es einen Zug für ein volles Regiment. Ist jetzt auch nicht so lange. Das ist jetzt etwas geändert worden. Und zwar 30% Lebensenergie für eine rekrutierte Einheit bleibt gleich, aber nur wenn ihr bei 0% Nörgelkorruption seid. Wenn ihr bei 100% Nörgelkorruption seid, starten die Einheit mit 60% Lebensenergie, aber zusätzlich gibt es noch einen 50% günstigeren Rekrutierungskosten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dadurch, zusammen damit, dass man auch Gebäude jetzt rushen kann, die zyklischen, kann Nörgel gerade am Anfang der Kampagne ein bisschen schneller aufbauen. Okay, bin mal gespannt. Mal sehen, ob ich da mal wieder eine Challenge-Kampagne mache. Wobei, das Spiel ist jetzt einfacher geworden dann für Nörgel direkt am Anfang. Kommen wir zum Technologiebaum. Der Technologiebaum, ich weiß nicht genau, ob ihr euch an das Ding erinnert. Das waren einfach nur Kasten, Kasten, Kasten. Ihr geht von links nach rechts und da waren jeweils 7 Dinge drin. Weil 7 die Zahl von Nörgel ist. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, doch, ich glaube, es waren 7 Dinge. War total langweilig. Zugegebenermaßen, die ganzen Technologiebäume von Total War Warhammer sind alle so ein bisschen meh. Ich habe noch keinen gesehen, wo ich gesagt hätte, jetzt will ich in die Richtung forschen, das ist voll wichtig, wie bei anderen, also ja, das gibt es ja eigentlich nicht. Yes. Low-Tier-Einheiten sind sowieso eigentlich mit meister Zeit das mit Abstand Beste, das man hat. Aber sei es drum, wird jetzt geändert, insofern, dass es nicht mehr nur eine Forschungslinie gibt, sondern zwei. Einer, der geht in die Militärrichtung, die andere in die Kampagnenrichtung und außerdem sieht das Ganze jetzt auch anders aus. Okay, soll mir recht sein. Als nächstes haben wir die Armeefähigkeiten, die überarbeitet worden sind. Und zwar
habt ihr auf der linken Seite der Schlacht, auf den Schlachtgefechten seht ihr immer so einen Balken, der sich auffüllt mit vielen Fraktionen. Das hat Nurgle aufgefüllt bekommen, wenn er selbst Schaden genommen hat. Creative Assembly hat hier gesagt, ne, ist irgendwie kacke, wenn man Punkte dafür bekommt, wenn man selbst kaputt geht. Das ist irgendwie so wie ein Trostpreis, wenn man verliert. Und deswegen wird es nun verändert auf eine Art und Weise, wie es besser zur Nurgle-Kampagne und der Mechanik passt. Nämlich, ihr bekommt die Punkte nun, wenn ihr gegnerische Einheiten debufft, mit Plagen überseht oder irgendwie auf eine andere Art und Weise negativ beeinflusst durch die Fähigkeiten eurer Einheiten. Und das passt sehr, sehr gut dazu, auch dazu, dass die vielen der Einheiten, die wir oben gesehen haben, Fähigkeiten haben, um den Gegner zu debuffen. Vielleicht bringt es deswegen irgendwie was, die Pestigos vorzuschicken und die ganze gegnerische Armee zu verlangsamen, weil ihr vielleicht dann direkt auf Level 3 kommt, wenn ihr so viele Einheiten trefft. Wenn der Gegner so doof ist und zusammensteht. Natürlich, ich meine, Katai macht das. Okay. Gut. Beispielsweise. Wäre zum Beispiel möglich. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen, dieses Blogposts. Wir sind zuversichtlich, dass diese Änderungen die Nurgle Experience deutlich verbessern werden für jeden, der sie spielt. Und viel Spaß dabei, die Länder zu verderben mit Ku'gath, mit Festus oder Tamukan und seinen Chieftains. Außerdem, weiterer kleiner Spoiler, ein weiterer legendärer Lord wartet auf euch, zusammen mit Update 5.0. Und außerdem sagen sie, I reckon we've cataloged enough plagues to keep even Grandfather Nurgle himself. Das ist hier der Spoiler, dass es Epidemius ist, der neue legendäre Lord, oder jedenfalls einer der neuen legendären Lords, ist auch schon im Trailer gezeigt worden. Great Book of Grudges hat ein Bild von ihm, von Creative Assembly, bekommen und in seine Videos reingepackt. Also wissen wir auch schon, Epidemius ist der neue legendäre Lord. Aber vielleicht ist sogar nochmal einer dabei. Maybe there's one more legendary Lord of Nurgle waiting. Okay, ist ein legendärer Lord von Nurgle. Das heißt Epidemius. Ja. Der ist der neue Lord. Schade, dass es nicht ein bisschen besser versteckt worden ist. Hätte man ein bisschen mehr spekulieren können. Aber ich habe es ja gesagt, Epidemius kommt. Und als nächstes, in den nächsten Wochen sehen wir, was sehen wir da? Wir sehen weitere Videos, so wie es aussieht. Mehr Details zu Tamokan, dem Maden-Lord, auf den offiziellen Kanälen. Freue ich mich drauf, mal die Kampagne halbwegs in echt zu sehen. Außerdem kommt nächste Woche das Update für das Imperium, also vergesst nicht, lasst das Abo da, wenn ihr wissen wollt, was es da dann im Detail Neues gibt. Elspeth von Draken und danach kommt die Woche drauf Malakaimer Kaison der Zwergen, legendäre Zwergen Technicus. Und dann zum Abschluss kommen dann noch die zusätzlichen kostenlosen Inhalte mit 5.0 inklusive der Nemesis-Krone und einem legendären Lord. Da wissen wir schon, das ist so ein Zwerg. Und zwar der Sohn von Thorgrim, nee, nicht Thorgrim, sondern von Ungrim, Eisenfaust, Golgrim oder so heißt er. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas Grimmiges. Und ich hoffe hier bei mir persönlich, dass wir noch einen weiteren legendären Lord sehen, der noch nicht angekündigt ist. Nur hier auf dem Hamster-Kanal könnt ihr das bisher sehen. Und zwar ist es meiner Meinung nach Bugmann. Ich glaube, der ist geteasert worden hier mit der Barke im Trailer, mit diesem blau-weißen Symbol. Mit dem Krug, auf dem das B von Bugmann ist, mit der Axt, was nämlich genauso aussieht wie hier auf diesem Modell von Bugmann, Josef Bugmann hier. Bin ich schon relativ zuversichtlich, dass wir den sehen. Und das war's. Wrap up. Neue Einheiten, neue Fraktionsmechaniken. Neue Einheiten sind mir gar nicht so wichtig, aber die Fraktionsmechaniken, die sind mir sehr, sehr wichtig. Sie versprechen, dass Creative Assembly auch sich für Imperium und Zwerge Gedanken machen wird und die endlich schön spielbar und interessant gestaltet für die Zukunft. Ich bin positiv eingestellt momentan. Creative Assembly verkackt es nicht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Falls ihr den Kanal supporten wollt, guckt gerne beim MMOGA-Link für günstige Games vom Hamster vorbei. Guckt zum Beispiel hier, holt euch Helldivers. Helldivers ist mega geil. Gerade sind die Automatons wieder zurückgekommen, nachdem ich gedacht hätte, ich hätte sie alle kaputt gemacht. Verfluchte Verräter, tun sie sich auch noch mit den Cyborgs zusammen. Sauerei. Sauerei, verteidigt die Demokratie zusammen mit Hamster in Helldivers. Oder holt euch Total War. Auch ganz gut. Die meisten Sachen. Außer Shadows of Change so ein bisschen. Ja. Aber der Rest geht. Okay, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.